Hallo Leute und herzlich willkommen zur Folge von Rogue Company. Hi, heute spielen wir mal Kestrel mit ihrem letzten Battle Pass Skin, mit ihrem legendären Skin. Ich habe mit dem noch kein Video gemacht, ich habe mit dem auch noch gleich gespielt. Fällt mir aber so auf. Das Skin ist unheimlich cool. Und ja, ein bisschen neuer Skin. Kestrel Skin habe ich wirklich lange nicht mehr gespielt. Mal schauen, wie das Ganze werden wird. Wir spielen gerade auf der neuen Map Meltdown. Ich bin froh, dass ich die wieder bekommen habe. Ich hoffe, dass die Runde auch gut laufen wird. Mal schauen, wie das Ganze aussehen wird. Nehmen wir eine Riptide mit. Oder welchen Riptide mit? Die Map ist groß. Und, ne, also wirklich sehr nervig groß. Okay, warte, habe ich irgendwas Cooles? Ich habe das hier. Okay, das sieht. Ihr Gesicht sieht sehr gruselig aus. So. Falls ihr welche Wünsche habt, welchen Rogue ich jetzt spielen soll, gerne Kommentare schreiben. Ich gehe immer gerne auf eure Wünsche ein. Kann ich immer in der Mitte, kann man nicht lang gehen. Ich glaube, dann gehe ich immer hier unten lang. Wer hat die Bombe? Envy hat die Bombe, okay. Ich wollte jetzt nicht so offensichtlich sein, deswegen bin ich jetzt nicht hier hinterher gegangen. Also jetzt bin ich nicht drüben hinterher gegangen. Huh. Ich kann mal nicht treffen. Verdammt. Kann ich von hier treffen? Ja, könnte man, aber ich gehe mal hier nicht lang. Oh, das wäre ja gut. Leute? Oh nein. Ah, verdammt! Ich wusste halt nicht, wo sie war. Verdammt! Ich kann es auch nicht, kann mir nicht vorstellen, wo sie war. Ja, ich verstehe nicht ganz, wie so entweder so krass. Ich verstehe nicht ganz, wie so entweder so krass reingegangen ist. Oh, was? Oh, schade. Das verstehe ich gar nicht. Der hat einfach alles gerade ein bisschen runtergerissen. Er hätte einfach mal ein bisschen langsamer sein sollen. Wir haben nämlich noch viel zu viel Zeit gelassen, sich gerade aufzustellen. Lass mal aufpassen. Und da hat mich hier noch nicht zu viel Zeit lassen, um sich aufzustellen. Also meistens jedenfalls. Und da haben wir auch gerade keine guten Picks gemacht. Also gar keine Picks insgesamt. Ich war ein blöder Move gerade. Aber gut, ich habe auch nichts hinbekommen. Ich wusste halt nicht, wo sie war. Ich kenne die Map auch noch nicht so ganz genau, ist auch ein kleines Problem. Lass mal rübergehen. Mal probieren, auf die Seite zu gehen, vielleicht läuft es alle besser. Entweder hat die Bombe. Gehen wir kurz hier runter, genau. Dann dürfen wir uns nicht mehr so ganz sehen können. Ist er AFK gegangen? Ist nicht AFK gegangen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, ich kenne die Map wirklich noch gar nicht. Also nicht wirklich jedenfalls, sagen wir es so. Daher mache ich mir ein bisschen Sorgen. Das Sound, hier war ich noch. Achso, da hier sind wir. Verstehe. Ah. Sehr cool. Oh, nur ernsthaft. Ich hasse es. Oh nein. Ich renne nach vorne. Platzieren wir schnell. Davon, dass es wird. Das ist gut sichtbar für uns. Das heißt, ich gehe jetzt einfach nach hier. Hoffe, dass sie keine Möglichkeit hat, mich irgendwie. Das ist low. Oh, da unten ist sie. Sie passt da auf, ich passe hier auf. Okay, einfach unten bleiben. Einfach jetzt unten bleiben. Weg mit dir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat vielleicht jetzt gar nicht gut getroffen, aber das haben wir wirklich gut gemacht. Also die Glimpse hat super gut gespielt. Puh, das war ein bisschen scheiße. Ich nehme wir die Riptide immer mit. Also verbessern wir sie komplett. Noch Pushjäger mit. Und Glimpse hat das mal die Bombe. Okay. Glimpse muss ich auch mal wieder spielen. Das ist wirklich so ein spaßiger Charakter gewesen. Ist so ein spaßiger Charakter. Oh Mann. Aber das geht so wirklich hübsch. Ich mag diese ganzen Raucheffekte und sowas total gerne bei ihr. Sieht wirklich sehr gut aus. Wir können nicht sofort wieder rübergehen. Ich werde mal ein bisschen anfaken. Oder nicht anfaken, ich gehe mal hier entlang. Mal schauen, was mein Team macht. Ich finde, diese Map ist auch wirklich wunderschön. So, einfach so ein cooles Design. Vielleicht ein bisschen doll riesig und nicht gut übersichtlich. Aber gut, wer braucht schon Übersichtlichkeit?
Gerade. Sehr schön. Oh Gott. Das war close. Okay. Sehr schön. Weg mit dir, sehr cool. Die Bombe fliegt ein bisschen, aber passiert. Sehr cool, dass wir das hinbekommen haben, gerade. Der Anvil ist nicht so ganz gut. Oh, ich habe jetzt... Ah, will ich die Bombe haben? So die große Frage. Ich nehme den Nachschub mit. Oder? Ja, nehmen wir den Nachschub mit. Weißt du was? Ich werde die Bombe nicht benutzen. Können wir sie nehmen? Außer... Würden wir sie nehmen? Sehr schön. Sehr, sehr cool. Wir können jetzt immer rübergehen, drin probieren. Ich glaube, die Gegner erwarten kein drittes Mal, dass wir, erwarten nicht, dass wir noch ein drittes Mal darüber gehen. Daher, ich weiß nicht, was die Gegner erwarten. Aber gut, probieren wir auch unser Bestes. Ja, das Glas ist ein bisschen blöd. Gehen wir hier leise durch. Oh, ist doch doof. Sehr schön. Oh ne, er wird sofort wiederbelebt. Oh, bitte, ja nicht. Doch, bitte. Oh, du bist... Wieso war sie noch hier? Ich dachte, da wäre... Scheiße. Ja, Mann, ich wusste nicht, dass sie da war. Die... Oh. Ah! Ich wusste nicht, dass sie da war. Ich dachte, der... Ich dachte, Daniel wäre da gewesen. Ich wusste... Verdammt. Deswegen muss ich außen rumlaufen. War auch ein bisschen blöd, dass die, wer ist die? Dass die, Glimps nicht mitbekommen hat, dass, wie heißt der? Dass Saint noch da war. Soll ich nachher muss man wirklich aufpassen. Weil mir war halt bewusst, okay, er wird jetzt geheilt. Ich fand es auch ein bisschen crazy, dass ich ihn nicht getroffen habe mit meinen, meiner Fähigkeit, um ehrlich zu sein. Das fand ich ein bisschen blöd. Für mich war das einfach richtig krass visible, bis das war richtig eigentlich für mich war es 100% nicht Treffer. Kann ich? Also ich könnte schon, aber ich sehe keinen Gegner. Ich sehe gar keinen Gegner, was ist die denn? Ja gut, macht keinen Sinn, wenn ich hier oben einfach bin. Treffen tue ich eh niemanden. Ich hätte noch bis zum Ende da bleiben können. Ach, komm schon. Gestern bin ich immer noch nicht so ganz hinter, leider. Hab immer noch große Probleme mit ihrer Fähigkeit. Und jetzt gehe ich kurz nach hinten. Oh, nee. Mann. Sie ist hier. Aber wir müssen auch nur entspannt gerade spielen. Du, das ist das Dümmste, was du jetzt machen kannst. Was macht er denn? Oh, okay, nee, warte. Einfach unten warten. Einfach warten. Perfekt. Hat er nicht mitbekommen, dass die... Also, er hat schon mal nicht mitbekommen, dass Dalia da war. So ein bisschen blöd, dass er jetzt da geblieben ist. Aber gut, egal. Ich bin auch dumm gestorben. Ich hätte nicht 1 gegen 1 gegen sein. Ich hätte einfach hinten bleiben sollen, weil ich einfach eine blöde Waffe habe für sowas. Falls ich so ein 1 gegen 1 machen wollen würde, dann sollte ich vielleicht, hätte ich die Knight mitnehmen sollen und nicht die Riptide. Oh Mann. Ja gut, entweder gefällt mir noch nicht so ganz. Aber der Rest von das Team ist super. Das war Deutscher. Das sind wahrscheinlich beide Deutsche. Sehr cool. Nehmen wir die Knight noch mit. Ich hab's auch noch die Objection, aber lass mir die Objection, da hab ich jetzt gar keine Lust drauf. Die Knight ist wirklich keine schlechte Waffe, wenn man sie upgraden kann. Das heißt, wir bleiben, warte, wie weit habe ich sie schon? Wir nehmen erstmal die Riptide mit und danach kaufen wir uns die Knight. Also wenn wir die Riptide fertig haben, dann kaufen wir uns die Knight. Mögen die Gegner hin? Sieht sehr nach A aus. Ich glaube, sie gehen A, aber ich warte trotzdem noch kurz hier.
Der gehen sehr wahrscheinlich zu A, oder? Oh, oh Gott, was machst du hier? Sind ja wahrscheinlich bei A. Ja, sind bei A, verdammt, okay. Oh, so, zwei Leute zusammen gemacht, sehr cool. Ich geh mal kurz hier entlang. Weiß noch jemand? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Sehr cool. Bam, das hier. Einfach warten hier. Stellen wir jetzt hier hin und sagen wir jetzt. Wo ist die Bombe hin? Wo ist die Bombe hin? Wo ist die Bombe hin? Die Bombe war mitgenommen. Nein! Alter, ich hab irgendwas gehört. Ich dachte, hä? Was hab ich jetzt gehört? Was war das? Da war auf einmal die Bombe weg. Wie leise war die gerade bitte? So, nehmen wir die Night mit. Und das hat mich gerade sehr fertig gemacht. Wer hat sie das gerade geschafft? Strange. Ich hab sie auch nachladen gehört und sowas. Es war hard confusing. Hab ich nämlich coole Emotes. Wo ist ein Hocke? Also nicht gut aus. Wie wird's? Oh Mann, okay. Ja gut, läuft ja gut, wirklich. Das ist, glaube ich. Ich gehe jetzt mal in den Bereich von B. Ich werde jetzt kein Risiko eingehen wollen, dass die jetzt hier hinten lang gehen und dann niemand von uns hier ist. Da oben. Da war jemand, oder? Dann gehen wir da A. Oh nein, so direkt. Scheiße. Das ist ja gut. Hat sie. Okay. Hat mich direkt getroffen, ernsthaft. Oh, natürlich hat mich die Kackwaffe getroffen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Die haben ja wirklich krass umrundet in dem Fall leider gerade. Ich wusste auch, dass ich was gesehen habe. Wir müssen dann zwei Runden gewinnen. Das können wir wirklich noch verlieren. Das ist unangenehm. Pischiger. Ich hätte auch meine Fähigkeit einsetzen sollen. Meine Angst hat immer, dass ich meine Fähigkeit. Dass ich mich immer selber mit meiner Fähigkeit treffe. Da habe ich wirklich sehr viel Angst vor. Und das passiert ja auch, weil die irgendwelche kleinen Partikel, die dann noch da sind und wo dann die Explosionen abprallen dran, ist halt wirklich nicht schön. Und das passiert mir immer wieder. Ich gehe auch wieder hier rüber und warte darauf, dass irgendwer auftaucht. Ich treffe ihn nicht, schade. Auf das hätte ich einsetzen sollen. Schade. Okay. Irgendwer wird gerade geheilt. Das heißt, wir halten uns einfach hier. Ich werde einfach kurz unten bleiben. Sehr cool. Oder? Oder wo ist sie denn? Ich bleibe auch auf den Punkten. Einfach nur warten gerade. Ja. So. Ja, gut, ich werde auch einfach ganz warten können, aber gut. Sie hätte, glaube ich, hier rumlaufen können. Und von hier aus vielleicht irgendwas probieren können. Das war glaube ich ihre beste Mündigkeit. Aber gut, hat sie nicht gemacht. Ist auch, kommt man glaube ich auch nicht sofort drauf, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, sie hätte wirklich außen rum laufen können, so ein bisschen, um uns von der Seite anzuschießen, weil wir haben nur auf die eine Tür geachtet, ob es uns auf die beiden Türen geachtet.
Und, ich weiß, Möglichkeiten hat es, glaube ich, nicht wirklich. Also, hätte sie uns einen Headshot oder sowas reingedrückt, dann hätte es natürlich funktioniert. Aber in dem Fall war halt nicht schön für sie. können wir so sagen. Ich gehe nochmal rüber. Es sieht so aus, als ob die halt hinkommen wollen. Oh, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Oh nein. Leute, oh Mann, das wurde natürlich geheilt. Oh, haben das einfach gerade geschafft. Ich vertraue irgendwie nicht drauf, dass er ein 1v2 macht. Ja, genau, das war schon nicht. Pack dann eine Wand dahin und heile dich kurz. Er wendet auch nicht. Ist das ein Switch-Spieler? Nee, Epic Games, okay. Irgendwer Switch? Nein, an der Epic, okay. Das werden wir doch noch hinbekommen. Ach man, was nehmen wir sollen mit? Meine Waffe war halt in dem Fall einfach, es war schön drauf zu schießen, aber. Also, halt Range macht nicht so viel Schaden, das hat er für Nahkampf wirklich gut. Und in dem Fall hatte ich einfach alle Tension auf mir drauf. Ich hätte sie killen müssen. Ich hätte mich jetzt nicht auf den Talon fokussieren sollen, ich hätte sie killen müssen. Weil sie wurde so schnell geheilt. Sie werden sofort. Ja, die sind vielleicht hier. Sind wir alle hier. Okay, getroffen. Also. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das war close. War sehr gefährlich. Sehr schön. Oh, wow. Hallo. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Okay. Das war sehr gefährlich teilweise. Was man so gesagt haben. Ich hatte ein wirklich gutes Team, habe ich sehr froh drüber. Wow, 2 Kills haben mir gefehlt. Aber zwei außer Gefechtssetzungen. Eliminierung. Nee, etwas anderes, genau. Wundervoll. Mehrfach aus, okay. Mehrfach außer Gefechtssetzungen, wundervoller Name. So, ein bisschen Erfahrung bekommen. Ein bisschen Battle Pass Erfahrung bekommen. Ist immer noch meiner Meinung nach viel zu wenig. Aber naja, was soll man tun? 10 Eliminierungen, 9 Knockouts, 1500 Schaden. Hätte besser sein können. Ich habe halt meine Fähigkeit, glaube ich, ein oder zweimal getroffen. Und das war wirklich nicht viel. Da will ich noch ein paar Probleme mit. Aber gut, das ist alles Sachen, die man lernen kann. Jo, dann hoffe ich mir, dass die Runde gefallen hat. Lasst gerne ein Like, abonniert, falls ihr noch nicht getan habt. By the way, welchen Modus wollt ihr eigentlich am liebsten sehen? Also Zerstörung, Strikeout, Team Deathmatch, vielleicht den Battle Royale-Modus? Würde mich wirklich interessieren. Gut, ansonsten passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.